It's a kind of magic. David Copperfield war gestern. Jetzt gibt es die Ehrlich Brothers. Schon als Kinder haben die beiden Brüder mit einem Zauberkasten gespielt. Das war der Beginn einer magischen Karriere. Seit 15 Jahren stehen Andreas und Chris zusammen auf der Bühne und bringen die Menschen mit ihren spektakulären Illusionen zum Staunen. Du bist in der Show! Geil! In einer ganz speziellen Herzensangelegenheit sind die beiden Brüder heute angereist. Und die wiegt tonnenschwer. Ja, wir haben mitgebracht ein stählernes Herz aus einer Bahnschiene. Wir sind irgendwann auf die Idee gekommen, Löffel verbiegen war gestern. Wir wollen was Größeres als Magier sozusagen verbiegen. Und das ist das allererste Herz, was wir im Rahmen unserer Show in der TUI Arena vor 10.000 Menschen verbogen haben. Hintergrund ist allerdings auch, dass wir es für einen schönen Zweck spenden wollen, das, was auch immer dabei rauskommt. Wir haben uns gedacht, wir spenden den Betrag für die Organisation Ein Herz für Kinder. Das passt, dachten wir uns, und finden das eine gute Sache. Guck, Sven. Ja, was für eine Ehre. Ja, die Ehrlich Brothers hier. Sensationell. Sven, du bist der. Jetzt steh schon, hab ich die Brüder schon getrennt. Komm doch mal kurz neben deinen Bruder. Du, das tut uns auch mal ganz gut. Anders war es schön. Ja? Da kommt auch. Wie kommt man auf diesen unglaublichen Gedanken, eine Bahnschiene zu verbiegen? Ich meine, ich bin ja ein großer Fan von Uri Geller. Ja? So fing das an. Ja. Ehrlich, doch. Ehrlich? Wir haben gesagt, warum ist der mit dem Löffel eigentlich bekannt geworden? Da haben wir uns gedacht, lass uns doch mal was anderes verbiegen. Stahlträger. Schnurrbart verbiegen kann jeder, haben wir uns gedacht. Aber schön, keiner ist klar, so. Ja, ist klar. Ja, ist schon gut. Nee, und dann haben wir uns irgendwann gedacht, nee, Stahlträger kennt keiner, aber Bahnschiene kennt jeder so ein bisschen die Form. Ja. Und dann haben wir über 3,5 Jahre lang auch wirklich getüftelt, wie das nachher funktioniert. Weil das ist ja jetzt ganz wichtig. Können wir nicht verraten. Ihr seid ja Magier und somit macht ihr Illusionen. Das heißt, ihr täuscht etwas vor, ihr seid keine Zauberer. Das ist schon mal klar, oder? Ja, zumindest sind wir, kokettieren wir nicht mit diesem Übernatürlichen. Ja. Also wir sind jetzt nicht wie Uri Geller, wo man ja nicht genau weiß, wie verbiegt er den Löffel wirklich. Wir machen eine Show und sind Showkünstler. Also bei uns gibt es einen Trick dahinter. Ja. Aber jetzt ohne Blödsinn, habt ihr irgendeine Preisidee? Was wollt ihr dafür haben? Also ich glaube, es hängt einfach von dem richtigen Käufer ab, weil es ist ja, glaube ich, nichts jetzt für die breite Masse. Also muss ein Liebhaber gesucht werden. Das drückt normalerweise den Preis. Was sagst du dazu? Kannst du den Wert ermitteln, Sven? Nee, aber wir arbeiten gerade auch an einem Trick, Horst und ich. Wir wollen aber die Lok verbiegen. Die Lok? Nahe Zukunft dann eventuell. Kommen wir ganz groß mit raus. Show-Act. So, aber ich würde unheimlich gerne noch mal sehen, wie ihr das Ding verbogen habt. Ja, wir haben hier den, wo mal den Laptop hier. Na siehst du, geht doch. So, also die Schienen werden antransportiert, die werden untersucht von Zuschauern. Wir flexen auch durch diese Bahnschiene durch, dass die Leute sehen. Es wird ja immer wieder vermutet, ist vielleicht, keine Ahnung, nicht massiv oder so, aber es ist echter Stahl. Wir verbiegen es halt, das ist so ein bisschen der Rahmen dazu, mit der Kraft der Liebe. Wir fragen, wer ist schon lang verheiratet dann bei der Show und suchen dann auch nach Ehepaaren, die irgendwie 40, 50 Jahre schon verheiratet sind. Und mit der Kraft, die diese Menschen so lange zusammenhält, verbiegen wir das. Und dann stellen wir es ins Foyer, alle können ein schönes Selfie davor machen und haben eine schöne Erinnerung. So, Sven, jetzt Butter bei der Fische. Was ist das Ding wert? Materialwert vielleicht 26 Euro, aber ihr seid nun mal bekannt. Und nein, wir sind berühmt. Wir sind berühmt. Da kommt ja das halt wirklich, euer Promi-Bonus noch mit dabei. Und ich denke, wenn ein ganz extremer Fan von euch sowas haben möchte, dann ist er auch bereit, tief in die Tasche zu greifen. Da ist also noch Spielraum nach oben. Hoffentlich. Pass auf, normalerweise gibt es die Händlerkarte immer für euch. Die müsst ihr mitnehmen, um reinzukommen. Aber das Ding kriegt ihr nicht rein. Deswegen kommen die Händler zu euch. Okay. Und ihr beeindruckt die einfach. Einfach beeindrucken. Alles klar, probieren wir. Und wenn ich mit meiner Frau mal in eurer Show bin, holt mich hoch. Vielleicht wird aus dem Herz. Stimmt, deine Frau hat uns schon angesprochen, wir sollten nicht verschwinden lassen. Nein, das war Sven. Nein. Komm, wir holen die Händler. Ja, wir schicken sie. Mein Gott, die sind cool. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie machen die das? Ja, was die zwei jetzt, Horst und der Sven, nicht wussten, dass wir am Ende das ja schon für einen schönen Zweck spenden werden. Wir werden das den Händlern jetzt auch erstmal nicht sagen, aber von daher sind wir einfach glücklich über alles, was über 100 Euro sein wird. Ja. Müssen wir noch ein bisschen drauflegen dann? Ja, vielleicht müssen wir da noch drauflegen. Du hättest besser biegen müssen. Das ist nicht so ganz gerade geworden, also ganz krumm.
Na ja, gut, von außen betrachtet kann man es erstmal vielleicht verstehen, weil es ist natürlich erstmal nur ein paar Kilo Metall. Trotzdem steckt halt von unserer Seite unglaublich viel Herzblut drin. 3 Jahre Entwicklung und natürlich auch der Moment, das halt zum ersten Mal vor 10.000 Menschen verbogen zu haben. Und ich habe schon echt die Hoffnung, dass da mehr rauskommt als der Schrottwert. Da das schwere Objekt nicht zu den Händlern kommen kann, bemühen sich die 5 jetzt in den Hof. Hallo. Pure Euphorie. Guck dir das an. Seid ihr Schrotthändler? Ja, ne? Hi. Hallo. Begeisterung auch. Aber seid ihr Schrotthändler? Das ist, was meinst du, wie viel Schweißperlen da drin stecken? Das ist über also, 3 Jahre Entwicklung. Natürlich ist das jetzt Stahl und man kann das nach dem Schrottwert beurteilen. Aber das, manchmal kann Schrott ja auf einmal Kunst werden und dann gibt es Leute, die geben da viel Geld für aus. Ich weiß nicht, hat einer von euch einen Geldschein? Die Dame. Ein Zehner. Susanne. Alles klar. Hab ich jetzt schon, oder? Ja, ist alles gut, alles gut. Die Kunst wird darin liegen, von einem Händler, ja. Aus einem Wert, der jetzt zum Beispiel 10 Euro beträgt. Das können 10 Euro sein, oder? Es ist ja ein magischer Gegenstand. Der ist vielleicht viel mehr wert, als man denkt. Ja, komm, ich gebe dir meinen ganzen Geldbeutel. Ja, gib her! Gib her! So, ich glaube, wir müssen dann auch. Komm, lass. Das war jetzt. Seid ihr mit 50 Euro schon zufrieden für euer Herz? Das war jetzt oder wie? Deiner, ne? Ja. Alles klar. Danke. Ein guter Auftakt. Aber jetzt ist Schluss mit der Ziererei. Zeit für die ersten Gebote. Um jetzt wirklich ernst zu bleiben, ich glaube, die Kunst besteht wirklich darin, einen Idealisten zu finden. Oder ich stelle es mir einfach in den Garten, berank das mit Rosen und warte so lange, bis ich eiserne Hochzeit habe und erfreue mich an einem also, Kunstwerk. Es ist auf jeden Fall echter Stahl. Wir haben hier noch mal so ein Stückchen abgeschnitten. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendein weiches Material. Könnt fast doch mal an hier. Also spielte 1.000 Euro. Okay. Das ist immer schon mal wert. Ihr seid so gute Menschen und gute Kerle. Ihr kennt was. Von mir kriegt 2.000. Das ist schon mal. Weil das einmalig ist. Das ist schon mal gut. Also, mir ist 2,5 wert. Echt? Okay. Ja. Noch mehr? Mhm. Geil. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, du machst mehr so. Es hängt kein Ring dran. Ich finde das aber richtig schön. Das ist ein tolles Kunstwerk. Das ist von euch. Und ich denke, da gibt es schon noch einen Liebhaber für. Cool. Cool. Jogi, von mir kriegst du 3,5. Ah! 3,5! Pro Schiene! Dann machen wir's! 3,5 komplett! Das läuft ja besser als gedacht. Also, Jungs, ich glaube, 3,5 ist wirklich in Ordnung. Wir legen noch was drauf. Ihr habt ja vielleicht Kunden, die das kaufen möchten. Die kriegen noch eine Backstage-Führung zu irgendeiner Show, wo wir sind. Ja. Und natürlich eine persönliche Widmung hier drauf. Und das ist ja vielleicht auch noch ein kleiner Anreiz. Ob da jetzt noch etwas kommt? Ich gebe mir noch einen Ruck. Ja. Und zwar? 4. 4.000. Ja. Oh! Jetzt pass auf, jetzt sag ich 4,5. 5. Jetzt ist... Wie sieht's denn mit 8er aus? 7. Na! 7. Was ist mit dir? Du wolltest es doch. Du hast vorhin 8 gesagt, ne? Das ist ein stolzer Preis. Das wird auch noch saniert. Aber da müssen wir gleich einschlagen, wenn ich das jetzt sage. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. 8.000. Wow. Machen wir. Du hast das Herz, Fabian. Herzlichen Glückwunsch. Fabian hat den Zuschlag. Und wie es sich bei Bares für Rares gehört, zaubert er direkt die Scheine hervor. 8.000. Vielen cool. Dank. Hat mich gefreut. Fabian, uns herzlichen auch. Dank. Hätten wir nicht gedacht. Dankeschön. Wunderbar, das packen wir, bevor der Wind jetzt hier das wieder wegweht. So, komm, 70 für mich, 30 für dich. Vielen Ciao, Junge. Macht sich gut, kommt wieder. Ja, tschüss, vielen Dank. Servus. War ganz toll. Ciao. Servus. Danke schön. Tschüss. 50er? Ja. Also, ich muss sagen, das hast du gut gemacht. Gib ihm mal einen aus. Yes. Schön. Bei dieser Plastik kann man den Materialwert außen vor lassen. Hier geht es absolut nicht um das Material, sondern einfach darum, dass sich diese beiden Künstler zu Kultfiguren der Magie entwickeln könnten. Und dementsprechend natürlich auch eine Fangemeinde aufbauen. Und diese ist dann bereit, viel Geld für die Skulpturen zu bezahlen. Andreas, Christian, ich weiß gar nicht mehr, wen ich fragen soll von euch beiden. Wie ist es gelaufen? Super!
gut eigentlich. Also mein Bruder hat 500 Euro für die Schiene bekommen. Ja, komm, das wäre ja schon wesentlich mehr. Und ich habe von dem Händler 7.500 bekommen. Also ich finde, es ist echt gut gelaufen. Also ich merke, du wirst ein bisschen gemobbt, ne? Also wir haben wirklich 8.000 Euro erzielt und das macht uns wirklich sehr glücklich. Damit hätten wir gar nicht gerechnet. Jetzt lass mich mal raten, wer könnte das gekauft haben? Ja. Fabian. Ja, ist richtig. Du ja? bist Gedanken. Jetzt ohne Scheiß. Ja, Fabian hat den Zuschlag gekriegt zum Schluss. Ihr spendet das Geld. Wofür? Es geht zu ein Herz für Kinder. Ja, weil es ist das ein Herz. Das finde ich natürlich noch besser. Ich habe selbst drei Kinder und ich finde das toll, was die machen. Ja. Und eigentlich müssen wir es nur aufrunden. Komm, wir packen noch zwei drauf, dann haben wir 10.000. Immer eine schöne Summe. Also, wir runden auf 10.000 Euro. Finde ich eine Sensation. Ja. Finde ich echt eine Freut Sensation. Mich auch. Weil ein Herz für Kinder ist hier. Ja, für mich auch ein Riesending. Wir haben eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Wir haben eine Mini-Bahnschiene. Einerseits verbogen und wir haben noch sowas reingefräst, dass du damit Flaschen öffnen kannst. Du wirst also ab sofort in der Lage sein, metallene Kronkorken selbst zu verbiegen. Magisch. Magisch. Ehrlich. Der magische Horst. Sagen die Brothers. Danke euch. Ihr seid eine Granate. Schön. Ja.